Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich war gestern bei Rossmann und habe einen Live-Haul gedreht. Meine Follower wünschen sich aber immer gerne, dass ich nicht nur einen Live-Haul mache, bei denen sie mich beim Shoppen begleiten, sondern dass ich nochmal zu Hause in Ruhe alle Produkte zeige und erzähle, was ich gekauft habe und warum. Weil manche mögen diese Hektik während einem Live-Haul nicht. Und deswegen mache ich das oft, wenn es zeitlich passt und auch heute. Denn das war das erste Mal, Digis, dass ich einen Rossmann-Live-Haul gedreht habe. Und ich habe bei dem Live-Haul so viel gekauft bei Rossmann wie in meinem ganzen Leben insgesamt noch nicht, glaube ich. Ich bin selber sehr gespannt auf die Produkte. Es waren sehr viele Rossmann-Neuheiten dabei, Eigenmarken, Produkte, die ich noch nicht kenne, weil sonst war ich immer bei DM und so. Ich werde euch den Rossmann-Live-Haul in der Infobox verlinken. Vielleicht wollt ihr ihn ja trotzdem sehen. Und ansonsten für alle, die es eher ruhig und entspannt mögen, lehnt euch zurück. Kommt, warte, bevor ihr euch zurücklehnt. Ich zeige euch mal, worum es hier überhaupt geht und was ich meine. Diese ganzen Produkte, das alles und das alles. Also ihr seht, es ist eine Menge und es ist gestapelt. Wenn euch also interessiert, was ich gekauft habe und warum, es sind heftige Empfehlungen dabei. Rossmann-Produkte, für die ich sterben würde. Nein, Bro, was für ein Sterben. Aber die ich immer wieder nachkaufen würde, so krass empfehle ich sie. Sehr interessante Neuheiten, Follower-Empfehlungen, dies, das. Also ist es spannend, bleibt dran und jetzt lehnt euch zurück, denn jetzt kommt mein Intro und danach geht's los mit dem Haul. Ja. Meine Follower haben sich ein Rossmann-Haul von mir gewünscht, weil sonst habe ich immer DM-Live-Hauls und manche haben halt kein DM in der Nähe. Und der nächste Rossmann ist von mir, glaube ich, 5 oder 4 Kilometer weg. Der nächste DM 20 Kilometer. Wobei für diesen Haul habe ich einen Rossmann ausgesucht, der weiter weg ist von mir, der sehr groß ist, weil meiner ist ja klein. Ich lebe auf dem Dorf, damit ich auch in Ruhe filmen kann. Ich war insgesamt 7 Stunden gestern bei Rossmann. Ja, 6,5, weil ich auch noch TikToks gedreht habe und das Video. Also auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe, erzähle euch, warum ich es gekauft habe. Falls ihr Produkte kennt aus diesem Video, kommentiert mir unbedingt, wie eure Erfahrungen damit sind. Das würde mich sehr interessieren, weil es sind sehr, sehr viele Neuheiten dabei, weil ich halt das erste Mal bei Rossmann eingekauft habe, also so groß eingekauft habe. Jetzt werde ich auch wieder einige Monate nicht in die Drogerie gehen, aber habe ganz, ganz viel von Rossmann zum Testen und bin gespannt. Wir fangen an mit einem Hammer. Ich will euch nämlich direkt von den Socken hauen. Wenn ihr irgendwie die Preise wissen wollt, fotografiere das ab, mach einen Screenshot und dann Google oder so, weil es gibt Hauls, da schreibe ich alle Preise in die Infobox und mit den Links und recherchiere das, aber bei so einem Ding ist das so aufwendig, deswegen mach ein Foto, wenn dich was interessiert und dann guck nach dem Preis. Alles ist unter 10 Euro, das meiste unter 5, ich kann es dir gerade nicht sagen, aber so um den Dreh auf jeden Fall, so Bro, da ganz viel, weißt du, wie ich meine? So, auf jeden Fall haue ich einen Hammer raus. Das erste Produkt, die ist diese Haarmaske, die habe ich das erste Mal bei DM gekauft, weil es eine Follower-Empfehlung war. Diese Haarkur ist die heftigste Haarkur, die ich jemals in der Drogerie getestet habe. Vielleicht vorab für euch interessant, wegen den ganzen Produkten. Ich habe trockenes, krauses Haar, was Spliss hat im Moment, weil ich vor 2 Monaten habe ich meine Haare gefärbt, Haarfarbe rausgezogen von rot zu braun, also es ist gut im Arsch. Und ich habe eine trockene, zu Unreinheiten neigende Haut, damit ihr checkt, warum ich manche Produkte geholt habe. Und vielleicht für euch interessant, falls ihr denkt, oh, ich will das auch holen. Aber vieles klappt auch bei allen Typen, also müsst ihr mal schauen. Die heftigste Haarkur, die ich je getestet habe aus der Drogerie. Ich dachte erst, komm, die übertreiben, aber du kannst sie als Spülung benutzen oder als Haarkur oder als Leave-In auf deinem trockenen Haar. Ich habe alles getestet damit und es stimmt. Die hat mir so gut gefallen. Diese Haarkur ist auch noch vielleicht für euch interessant. Ohne Silikone, sie ist vegan. Also Bro, mehr geht nicht. Ich glaube sogar, dass diese Haarkur für manche mit ganz, ganz feinem oder dünnen Haar zu reichhaltig ist. Habe ich auch schon teilweise gehört, aber ich liebe diese Haarkur. Ich habe noch nie eine so gute in der Drogerie getestet und ich liebe es, Produkte zu testen. Ihr seht, ich teste viel. Die hat mir extrem gut gefallen. Weil die mir so gut gefallen hat, habe ich sie jetzt ein zweites Mal nachgekauft, weil ich sie ja das erste Mal bei DM gekauft habe. Und diese Banana-Kur ist für trockenes Haar. Diese Kur ist genau dieselbe mit Papaya für geschädigtes Haar. Es ist genau dasselbe. Die hier kannst du auch 3 in 1 benutzen. Das ist für geschädigtes Haar, das ist für trockenes Haar. Keine Ahnung, mein Haar ist beides, deswegen habe ich beides mitgenommen. Ich bin mir sicher, dass sie mindestens genauso gut sein wird, aber diese Haarkur, tschüss, 100%ige Empfehlung. Ebenso als Haarkur habe ich mir das hier gekauft zum Testen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, nachdem diese Banana-Haarkur rauskam, haben viele Firmen das nachgemacht, sag ich mal. Und da kam dieses Isana Superfood Your Hair, auch ohne Silikone, für stark beanspruchte Haare. Ich habe viele Produkte von Isana gekauft, weil ich halt gerne die Eigenmarke von Rossmann testen wollte, kennenlernen wollte, weil die Eigenmarken von DM oder die Eigenmarke Balea, keine Ahnung, kenne ich auch gut und mag ich sehr gerne. Man muss immer aufpassen, hier stand Rezeptur ohne Mikro
Mikroplastik ein bisschen gelesen und dazu gehört, dass viele sowas nur sagen und eigentlich stimmt es nicht und so Greenwashing und bla. Also ich weiß nicht, wie es bei dieser Firma ist, kann ich nicht sagen, aber deswegen, wenn sowas da steht, heißt es nicht sofort für mich, oh, das ist super, weil ne, man muss sich da wirklich einzeln erkundigen. Ich habe diese Isana Haarmaske geholt, weil mich das interessiert hat, weil sie hat mich halt an diese anderen heftigen Haarkuren erinnert. Dann wurde mir das hier von einer Followerin empfohlen, auch diese Haarmaske. Sie sagt, dass sie sehr, sehr kaputtes Haar hatte und diese Haarmaske ihre Haare gerettet hat mit Bio-Avocadoöl für trockenes, strapaziertes Haar ohne Silikone. Da dachte ich, okay, das möchte ich mal gerne abchecken, wenn das seine Haare gerettet hat. Dazu habe ich auch die passende Spülung geholt und das passende Shampoo, weil ich halt alles zusammen testen wollte, wenn es dann soweit ist, um halt zu schauen, wie läuft das hier. Also es hat mich sehr interessiert und deswegen habe ich diese Produkte genommen, weil ich halt auch in meiner aufgebrauchten Videoreihe so ein bisschen Sachen in Naturkosmetik und Bio und Vegan habe und da selber gerade ein bisschen am Gucken bin und da dachte ich auf jeden, das kann man gerne mal abchecken und mit so einem sehr gut Zeichen kriegst du mich halt auch immer, ehrlicherweise. Also Digis, was mich auch von euch interessieren würde, ich zeige euch hier alles bei diesem Live-Haul durcheinander, finde ich besser, als wenn ich alles nach Thema sortiere und nur Haarsachen kommen, dann kommen nur Körpersachen, dann kommt nur das. Also finde ich auch spannender so. Ich finde es auch sehr aufwendig, Digga, keine Ahnung, wie viele Produkte das sind, über 50. Jetzt alle nochmal nach Thema zu sortieren und dann zu zeigen, also weißt du, bei meinem letzten Haul schrieben, zwei, drei Leute vielleicht, ey, kannst du das nach Thema sortieren, würde ich cooler finden, aber die meisten sagten, sie mögen das so durcheinander, weil es ja spannend. Schreibt mir gerne, wie ihr das empfindet, das würde mich auch nochmal interessieren. Dann habe ich mir das hier gekauft von, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ich hatte meine Follower beim letzten Video gefragt, aber ich glaube, keiner hat es geschrieben. Sie schrieben mir nur, wofür es steht, aber nicht, wie man es ausspricht, glaube ich. Ich muss das bisschen lernen. So, Digga, 4 Jahre Beauty-YouTuber, keine Ahnung, manches kann ich nicht aussprechen, was soll ich tun. Von M. Asam Vino Rose, belebendes Gesichtsspray mit Hyaluronsäure, spendet Feuchtigkeit, aktiviert die Leuchtkraft. Liebe ich über alles dieses Gesichtsspray. Es ist schon teurer gewesen. Das ist eins der Produkte, die über 10 Euro waren, meine ich. Aber du machst morgens, du wäschst dein Gesicht, packst dieses Gesichtsspray drauf und du merkst richtig, wie sich dein Gesicht zusammenzieht, sag ich mal, und straffer wird und aufgepumpt und. Digga, ihr denkt so, du machst das drauf und plötzlich hast du voll die Metamorphose im Gesicht. Nein, aber du merkst richtig, wie es mit deinem Gesicht arbeitet und deine Augenringe ein bisschen strafft und du frischer und wacher wirst und mehr Energie im Gesicht hast. Das ist eins meiner absoluten Lieblingssprays und mag ich richtig, richtig gerne und kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich mir dieses Produkt hier gekauft, um es zu testen, weil ich halt so begeistert bin von diesem belebenden Gesichtsspray. Vino Rose hautglättende Gesichtsmaske, hochkonzentriertes Vitamin E. Warum ich es mir gekauft habe? 33% glatter Haut nach der ersten Anwendung. Okay, kein Problem. Das wollen wir sehen. Das werde ich testen und dann werde ich meinen Followern berichten. Ich bin gespannt. Dann habe ich mir dieses Duschgel von Fah geholt. Fah hat richtig, richtig tolle, fruchtig duftende Duschgels. Also ich mag es nicht unbedingt, wenn ein Duschgel nur nach einer Frucht riecht, so Erdbeer, Zitrone oder so. Aber so eine fruchtige Mischung, ja Mann. Und das hier fand ich auch von Duft sehr, sehr fruchtig. Ebenso für die Dusche, obwohl ich halt nicht nur den Duft nach einer Frucht mag. War das richtiges Deutsch? Ich glaube nicht. Trotz dessen habe ich mir von Isana dieses Duschpeeling mit Grapefruit-Duft geholt, weil es gab nicht so viele Peelings bei Rossmann und ich mag es sehr gerne, beim Duschen meinen Körper zu peelen, was weiß ich, und wollte halt gerne mal dieses Peeling von der Eigenmarke testen. Ihr werdet sehen, es sind noch einige Isana-Produkte dabei, weil ich halt wirklich einen guten, großen Eindruck von Isana bekommen wollte. Auch von Isana ist dieses Duschöl, das habe ich mir gekauft, einfach damit ich einen Vergleich habe, weil ich schon von verschiedenen anderen Marken Duschöle getestet habe, zum Beispiel von Balea oder Nivea. Da wollte ich einfach gucken, wie ist das von Isana im Vergleich dazu, weil ich finde so ein Vergleich von Eigenmarken Isana versus Balea zum Beispiel auch gut. Falls euch ein Video interessieren würde, Isana gegen Balea, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich könnte dann zum Beispiel hier, wenn ich das Balea Duschgel da hätte, sagen, ey, Balea gewinnt, Isana ist deswegen und dessen wegen nicht besser. Ey, hier gewinnt Isana. Ist sehr aufwendig, weil ich müsste ja ewig sammeln, aber es wäre vielleicht eine Idee. Schreibt mir gerne, was ihr darüber denkt. Auch für die Dusche habe ich mir von Palmolive, warte, ich habe euch mal gefragt, Mann. Ich frage euch mal extra, wie man es ausspricht und dann vergesse ich das, ey. Palmolive. Nein, Palmolive. Live. Ich entscheide mich für Live. Von dieser Marke habe ich dieses Duschgel gekauft, weil ich bei einer Instagrammerin, der ich folge, gesehen habe, dass sie gesagt hat, dass das sehr, sehr lange duftet. Also du duschst, trocknest dich ab und du duftest immer noch schön danach. Und solche Duschsachen liebe ich ja. Deswegen dachte ich, alles klar, das nehme ich mit. Das möchte ich testen, um zu gucken, ob man wirklich so lange dann duftet. Also nach dem Duschgel. Dann habe ich mir bei Rossmann diese zwei Deos gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganz bekannten Deos von Balea kennt. Die sind auch lila und so rosé. Und Dupes zu den Parfums. Thierry Mugler Alien und Lacombe. La Vie est Belle. Und das hier sollen wohl die Dupes bei Rossmann sein. Deswegen habe ich sie mir mitgenommen, weil ich habe
habe von den anderen Parfums von Balea sehr, sehr viele so auf Vorrat, weil ich die richtig liebe. Aber da wollte ich gerne mal gucken, ob die hier gut sind. Bro, ich bin schon einige Stunden unterwegs. Schadet ja nicht, weißt du? Digga, mein Kleid ist zu eng. Ich komme nicht ganz an meine Achseln ran, weil meine Muskeln auch im Weg stehen. Auf jeden Fall wollte ich die gerne testen. Erster Eindruck? Gut. Dann habe ich mir 3 Foundations gekauft. Einfach, damit ich auch mal Drogerie-Foundations habe. Diese Foundation kann ich extrem empfehlen. Also die beiden kenne ich schon und sie sind sehr, sehr gut. Das ist für mich die beste Foundation aus der Drogerie. Es gibt noch so eine Matte Pureless von denen, keine Ahnung. Die ist auch extrem gut. Meine habe ich meiner Mama geschenkt, deswegen habe ich mir die neu gekauft. Die hier habe ich vor Jahren zuletzt gehabt und wollte sie jetzt gerne wieder benutzen. Deswegen habe ich die von L'Oreal gekauft. Und von Catrice habe ich diese Foundation gekauft, weil ich sehr, sehr viel Gutes dazu gelesen habe. Das soll eine richtig gute Foundation sein. Und da dachte ich mir, das ist doch super. Die kannst du alle testen. In Drogerievideos halt mal schauen, wie sie sich so machen. Dann habe ich mir auch von L'Oreal diesen Concealer gekauft. Eye Cream Inner Concealer. Keine Ahnung, ich wollte ihn gerne testen, weil er überall in der Werbung war. Der hat dann so eine Spitze. Und ich finde es auch gut, dass L'Oreal True Match und hier Perfect Match. Die haben eine sehr, sehr schöne große Farbauswahl in der Drogerie. Finde ich super. Wobei, du kannst in der Drogerie nicht ein so großes Farbspektrum haben. Für hell wie eine weiße Wand bis dunkel, bis sehr dunkel, kannst du nicht. Ist schade, aber was soll man machen? Deswegen, ich mag High-End Foundations sehr gerne. Aber es gibt immer wieder gute Drogerie-Alternativen. Und auch Concealer-mäßig habe ich da einige gute und wollte mal gucken, wie dieser Perfect Match Augenpflege-Concealer mit purer Hyaluronsäure. Dann habe ich mir dieses Salzöl-Peeling gekauft. Da bin ich sehr gespannt. Es gab mal von Balea so ein Peeling, totes Meersalz-Peeling, keine Ahnung. Das war cooler als Peeling, aber es hat einfach extrem komisch gerochen. Also ich mochte den Duft gar nicht, deswegen hat es mir nicht gefallen. Hier wollte ich dieses Peeling einfach mal von Isana testen, weil erstens ist es vegan. Ich gucke auch nach veganen Kosmetikprodukten. Und es hat halt Macadamiaöl, keine Ahnung, Kokosextrakt. Es scheint, glaube ich, gut zu riechen, ich weiß es nicht. Ich wollte auf jeden Fall mal schauen und deswegen dieses Isana totes Meersalz-Peeling. Dann habe ich öfter diese Marke gesehen online und wollte sie jetzt gerne mal testen. Repair Haarkur Eau de Gedöns Vegan. Reichhaltige Pflege für geschädigtes Haar von John and Lean Philosophie, keine Ahnung. Fand ich interessant, weil dieses ohne Gedöns vegan. Dachte ich, okay, Bro, lass mal checken, lass mal gucken, wie das vielleicht ist. Und deswegen habe ich mir diese Haarkur mitgenommen. Dann habe ich mir diese Mini-Haarkur mitgenommen von Swiss Au Pair. Von Swiss Au Pair habe ich bisher 1-2 Sachen benutzt, die haben mir nicht so gefallen. Mir schrieb aber eine Followerin, dass sie die über alles liebt. Und ich habe die zuletzt, Digga, mit 15, 16 benutzt, wo ich kaum Geld hatte halt, um mir irgendwie eine andere teure Haarkur für 3, 4, 5 Euro zu kaufen. Und ich dachte, okay, hey, vielleicht back to the roots, lass mal abchecken. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Wobei man muss natürlich sagen, Anforderungen sind manchmal sehr verschieden. Deswegen, ich bin sehr gespannt und gucke halt immer nach guten Drogerie-Alternativprodukten zu High-End-Sachen. Und deswegen dachte ich, okay, checken wir ab. Kein Problem. Ebenfalls für die Haare habe ich mir das hier mitgenommen. Glisskur, weil, keine Ahnung, Bro. Da stand, das ist der Bestseller von Glisskur und das ist eine extrem gute Haarkur. Bla, die soll super gut sein. Bestseller, alle lieben das. Und ich dachte, okay, das möchte ich testen. Digga, bei so viel Haarpflegeprodukten müssten meine Haare aussehen wie Gold. Tun sie aber nicht. Weil, ja, okay, ich habe sie auch krass strapaziert jetzt die letzten Monate mit alles rausziehen und Tiefenreinigungs-Shampoo und dann krass blondiert hier hinten. Und ja, da ist so ein Stück habe ich abgeschnitten, aber da wird auch wohl mehr ab müssen, denke ich schon, ja. Dann habe ich mir 2 Produkte für Locken geholt, weil ich dachte, ich möchte mal ein bisschen gucken, was mit meinen Locken geht. Eigentlich mag ich meine Locken nicht. Ich glätte meine Haare immer schon seit Jahren und ich mache seit 6 Jahren oder so Keratinbehandlung bei meinem Haar, immer professionell beim Friseur und sowas alles. Aber ich dachte mir, ey, vielleicht finde ich eine Liebe zu meinen Locken, man weiß es nicht. Und deswegen habe ich mir einmal das hier gekauft. Das war auch teurer, das weiß ich noch, 8, 9 Euro, glaube ich. Cantu Sheer Butter von Natural Hair Moisturizing Curl Activator Cream. Digga, das klingt immer so scheiße, wenn ich Englisch spreche. Auf jeden Fall ist das so ein Zeug, glättet und stärkt die natürliche Lockenstruktur und sorgt für frissfreies Volumen. Und von John Frieda Frizz Ease für widerspenstiges Haar, Traumlocken, tägliches Styling Spray. Ja, ich wollte mal gucken, vielleicht nach dem Duschen mal ein bisschen meine Locken kneten, föhnen, gucken und mal schauen, Digga. Vielleicht werden wir Freunde, man weiß nicht und deswegen 2 Lockenprodukte. Dann habe ich mir von Isana diese Arztseife gekauft, stark rückfettend für strapazierte Haut, weil ich sehr oft meine Hände wasche. Da wollte ich einfach mal gucken, ob sie wirklich gut pflegend ist nochmal. Ich habe da auch eine von Balea gekauft bei meinem letzten DM-Haul. Die habe ich, glaube ich, noch nicht getestet. Ich weiß es gerade nicht. Nee, habe ich nicht. Und wollte halt hier auch nochmal das
Pendant-Produkt zu Balea testen. Sagt man das so? Klinge ich gerade gebildet? Klinge ich gebildet gerade? Alles klar, da haben wir die Antwort. Dann habe ich diese Handseife gekauft, weil ich fülle die immer wieder auch mal nach und so, ne? Aber ich gucke halt auch mit verschiedenen Düften. Und die hier, ich war bei Rossmann zweimal auf Klo, weil ich halt eine schwache Blase habe. Und die hier hatten die dort als Handseife. Die hat richtig, richtig gut gerochen. Da dachte ich mir, alles klar, die werde ich mir kaufen, weil die duftet gut. Und deswegen habe ich die gekauft. Ebenso als Haarpflegeserie habe ich mir diese Produkte gekauft. Die kann ich auch zu 100% empfehlen. Digga, das sind vegane Natur-Kosmetikprodukte. Richtig, richtig toll. Die habe ich teilweise genutzt, als ich Tiefenreinigungsshampoo benutzt habe, um meine ganzen Sachen rauszuziehen, mein Rot und sowas alles. Und da habe ich auch nur Gutes von meinen Followern gehört bisher. Falls ihr Naturkosmetik feiert und wirklich sowieso komplett silikonfreie Produkte nimmt, bei mir ist das ja immer so ein Mischmasch. Zu dem Zeitpunkt habe ich gar nichts mit Silikon genommen. Ist das hier eine richtig, richtig tolle Haarpflegereihe von Santé? Keine Ahnung, ich habe meine Follower gefragt, weil ich Roll gestern nicht gedreht habe, aber der ist ja noch nicht online. Kommentiert mir das gerne, damit ich es lerne. Ich muss ein bisschen mehr lernen, die Beauty-Namen auszusprechen. Auf jeden Fall absolute Empfehlung. Ebenso für die Haare habe ich mir vom Banana Food, dieser heftigen Haarmaske, die ich so unendlich krass empfehlen kann, das Shampoo hier geholt. Leider hatten sie keine Spülung, aber das Shampoo wollte ich auch gerne testen, weil diese Maske fand ich schon heftig krass und da dachte ich, okay, deswegen das Shampoo. Wie meine Haare sehen nicht bald aus wie Modelhaare. Ebenso für die Haare habe ich mir diese Tiefenspülung geholt von Elvital Dream Length. Die erste Spülung, die pflegt wie eine Kur. Da dachte ich mir, okay, auf jeden Fall, das ist cool. Ich gucke auch immer wieder nach guten Spülungen und so. Und deswegen dachte ich mir, die ist gut, weil ich habe von diesem Dream Length schon sehr viel Gutes gehört. Dann müssten das hier die letzten Haarpflegeprodukte sein, also im flüssigen Duschbereich. Von John Frieda wollte ich das hier gerne testen, weil mich hat das einfach angesprochen, die Verpackung, und weil das stand neu. John Frieda Hydrate and Recharge Tiefenfeuchtigkeitsmaske. Spendet Tiefenfeuchtigkeit für seidig weiches Haar mit Schwung. Schwung brauche ich eigentlich nicht, aber ich dachte mir, okay, ich habe trockenes Haar, ich habe strapaziertes Haar und im Moment habe ich geschädigtes Haar. Deswegen blaue Verpackung, mehr Feuchtigkeit, so hat mein Kopf das assoziiert. Also ich bin da ganz, ganz leicht zu beeindrucken und deswegen wollte ich die mal testen. Dann wurde mir von wahnsinnig vielen Followern von Rival Loves Me diese Eyebrow Pomade empfohlen. Die wollte ich deswegen gerne mal testen. Alle sagten, das ist so ein Dupe zur Anastasia Beverly Hills Eyebrow Pomade. Dachte ich, okay, werde ich abchecken, und ich habe da nur Gutes von gehört. Dann dachte ich, okay, dann lass uns mal gucken. Ja, dann habe ich mir hier Geschirrspülsalz gekauft für die Spülmaschine, weil Schatzi sagte auch immer, man muss das nachfüllen, und ich habe das Gefühl, wenn wir kein Geschirrspülsalz in der Spülmaschine haben, dann spült sie schlechter als mit, deswegen Salz. Dann habe ich mir einen Vorrat geholt von meinen Abschminktüchern. Ich benutze sie nicht zum Abschminken, sondern zum Reinigen von etwas oder wenn ich mich schminke, zum Korrigieren und so. Da benutze ich die hier immer wieder. Nur zum Abschminken finde ich sie nicht gut. Das habe ich mit 14, 15 gemacht. Da wusste ich es nicht besser, aber ich benutze sie halt so und kann sie da auch gut empfehlen. Dann habe ich mir von Domol dieses Hygiene-Spray gekauft, desinfizierend, weil ich immer, wenn ich putze, auch danach desinfiziere, und mein anderes Desinfizier-Spray war fast leer. Deswegen das hier von Domol, weil ich mache das immer so auf die Oberflächen, die ich geputzt habe. Dann habe ich mir einfach Invisible Bobbies geholt. 5 Euro, glaube ich, haben die gekostet. Also Bro, ist schon teuer, einfach für so ein Haarband, aber es ist schon ein Unterschied. Man merkt den schon. Ich kaufe auch manchmal von Teddy die günstigen Invisible Bobbies und so. Man merkt das schon Unterschied, und dann dachte ich mir, Bro, gönn dir jetzt mal Haarbänder. Wenn du schon so viel für deine Haare machst, willst du jetzt am Haarband sparen oder was? Dann habe ich mir diesen Primer geholt, weil den fand ich sehr interessant, von Essence. Essence wird immer besser. Das finde ich richtig, richtig toll. Und da dachte ich mir, ey, für trockene Haut so ein Hydrating Skin Refreshing Primer könnte interessant sein, wollte ich gerne testen, und deswegen habe ich den mitgenommen. Und weil ich sehr viel Gutes von meinen Followern gehört habe über diesen Concealer, habe ich den hier mitgenommen. Er ist sehr stark deckend, dass er bei trockener Haut, der wird bestimmt in meine Fältchen kriechen. Das waren auch meistens die ganz jungen Follower, die mir das geschrieben haben. Also mit 13, 14 hat man schon andere Anforderungen, glaube ich, als mit 29. Aber ich wollte es trotzdem gerne mal testen, weil viele meiner jüngeren Follower schrieben, der ist richtig, richtig gut. Dann dachte ich mir, okay, da möchte ich doch gerne einen Blick drauf werfen. Dann habe ich mir einen Liquid Lipstick geholt von Maybelline. Das sind meine allerliebsten Liquid Lipsticks. Hier habe ich die Farbe 611. Ich packe ihn jetzt extra nicht aus, damit ich weiß, dass er neu ist, so, weil ich manche Sachen nochmal auf Vorrat habe und der andere ist fast leer. Und das ist ein richtig schöner Nude-Ton, so ein bisschen dunkler, aber der passt meiner Meinung nach zu den meisten Hauttönen. Und meiner war fast leer, deswegen habe ich einen Nachschub gebraucht. Dann habe ich mir diese Augen-Make-up-Entferner-Pads geholt für wasserlösliches Make-up. Das hat mich interessiert, weil ich habe verschiedene Schritte bei meiner Abschminkroutine, aber ich nehme gerne Wattepad, wiederverwendbare Wattepads, normale Wattepads, ja beides. Pack Augen-Make-up-Entferner drauf, nimm das und danach ölhaltigen Make-up-Entferner und. Ich wollte mal gucken, weil ich damit noch keine Erfahrung habe, wie es ist, wenn du Augen-Make-up-Entferner
Pads nimmst. Und deswegen fand ich das gut hier mit denen von Isana und wollte sie gerne testen und habe sie mitgenommen. Ebenso Nagellack-Entferner-Pads habe ich auch diese hier von Isana. Ich habe andere von Balea, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die sind fast leer und wollte mir die hier mal angucken, weil ich weiß nicht, ich nehme sonst auch mal ein Wattepad und tunke es in Nagellack-Entferner. Erst gehe ich mit meinen Nägeln in dieses runde Ding, wo du deinen Finger reinsteckst und der Nagellack abmacht und dann korrigiere ich nochmal mit sowas. Aber ich wollte halt auch hier nochmal einen Blick auf Isana werfen. Dann habe ich mir von Isana diese Glow and Shine Hydrogel iPads gekauft. Also ich habe auch schon andere iPads morgens getestet. Ja, deine Augen sind straffer, je nachdem welche du benutzt hast. Ja, du siehst fresher aus, aber es ist halt immer so temporär. Also ich glaube, da gibt es auch keine, die langfristig was für dich machen, sondern nur ein paar Stunden. Falls doch, schreib mir das gerne in die Kommentare. Und hier fand ich die Verpackung irgendwie ansprechend und deswegen wollte ich diese Augenpads von Isana mal nutzen. Also ich kenne welche, die benutzen das jeden Tag morgens. Das mache ich nicht so, aber ich weiß nicht, ich wollte mal reinkommen und mal gucken. Vielleicht finde ich ja welche, die ich richtig gut finde und dann morgens immer schön benutze. Also mal sehen. Dann habe ich mir einfach zwei so Kosmetiktücher-Dinger gekauft. Ich benutze immer Kosmetiktücher beim Schminken, zum Korrigieren, zum Pinselreinigen und. Ich hatte keine mehr, deswegen. Dann habe ich mir mit Aktivkohle einmal diese Peel-Off-Maske gekauft von Shebens. Die haben ja oft Gesichtsmasken. Und von Isana diese Aktivkohle-No-Strips. Die sind eigentlich für normale bis fettige Haut. Ich habe eher trockene Haut, aber ich wollte einfach gerne mal gucken, wie diese Aktivkohle-No-Strips sich machen. Also ich kenne auch viele Produkte, die sind für normale bis fettige Haut, aber die klappen auch trotzdem bei trockener Haut gut. Und ich habe mit Aktivkohle gute Erfahrungen, also auch so Gesichtswaschlotion und so ein Kram. Deswegen wollte ich das hier gerne mal testen. Dachte mir auf jeden, da schaue ich mal, wie die beiden Produkte so sind. Auch als Gesichtsmasken habe ich mir die beiden Produkte gekauft. Das hier wurde mir von einer Followerin empfohlen. Schlaf die schöne Maske, schöne Haut über Nacht und diese Hydrogel-Tuchmaske. Eigentlich feiere ich Tuchmasken nicht so krass, aber ich wollte sie mal abchecken. Ja, Nummer 1 Deutschlands meistgekaufte Maskenserie. Stimmt, aber es sind halt auch die günstigsten Masken, glaube ich, die ich so kenne. Obwohl, ich habe die früher auch genutzt in meiner Jugend. Also, ja, ich mal schauen, wie die Masken so sind. Ich kenne beide nicht, deswegen. Dann war ich zahnpastamäßig unterwegs. Einmal habe ich mir Elmex Sensitive gekauft. Die benutze ich sehr gerne. Ich habe sehr sensible Zähne oder manchmal sind sie sehr sensibel. Da hat mir Elmex sehr geholfen. Mittlerweile geht das mit meinen Zähnen. Das ist cool. Und Bio Repair habe ich mir auch gekauft, weil mein Zahnarzt gesagt hat, das ist eine gute Zahnpasta aus der Drogerie, die auch nochmal, hier steht das auch, mit künstlichen Zahnschmelz pariert, die Zahnschmelzoberfläche schützt und reinigt. Und weil mein Zahnarzt das gesagt hat und ich meinem Zahnarzt vertraue, wollte ich die auch gerne mal testen. Und Elmex kenne ich halt und vertraue ich drauf. Deswegen Elmex. Ich habe euch noch gar kein Essen gezeigt, ne? Ich habe mir viele Bio- und vegane Produkte gekauft, weil ich für mich einfach immer wieder nach veganen Alternativen gucke, falls ich mich vielleicht mal entscheide, in diese Richtung zu gehen. Und da teste ich mich gerne durch. Da habe ich zum Beispiel diese Müsli-Kekse gekauft. Die sahen einfach lecker aus für unterwegs mit Trockenfrüchte, Haferflocken, Nussmix, Mandeln. Da sahen die Kekse einfach richtig nice aus. Dann habe ich mir diese Tortilla-Chips mit Meersalz gekauft, auch vegan, um halt mal zu schauen, wie die so schmecken. Dann diese Honigreiswaffeln, weil die von DM mag ich sehr gerne. Da wollte ich mal DM einfach mit Rossmann vergleichen. Also ich habe halt auch viel in die Naschrichtung geguckt, ne? Aber halt so in die vegane Naschrichtung, um auch zu wissen, ey Bro, worauf lässt du dich ein, wenn du wirklich in diese Richtung gehst? Da habe ich zum Beispiel diese Kesselchips mit Meersalz gesehen. So, ich mag Chips mit Salz sehr gerne oder Salz und Essig. Ich mag viele Arten von Chips. Da wollte ich halt mal gucken, wie die sind. Und hier Maisecken, Quinoa, weiß nicht, ich mag Maiswaffeln, deswegen dachte ich, Maisecken könnten vielleicht auch schmecken. Deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich hier so eine Fertigsuppe, Little Thai Biosuppe mit Paprika und Zitronengras, weil ich halt mal gucken wollte, wie so Fertiggerichte sind, weil bisher die veganen Fertiggerichte, die ich so gegessen habe, habe ich nicht so krass gefeiert, muss ich sagen. Und aus demselben Grund habe ich auch das hier geholt. Chili Sin Carne mit Weizenweißerzeugnis, also so Chili mit, ohne Fleisch halt, weißt du? So Chili Con Carne mäßig, nur ohne Chili, deswegen Chili Sin Carne wahrscheinlich. Also du weißt, was ich meine. Auch aus der Essensabteilung habe ich einfach diesen Riegelmix gekauft für Notfallriegel, für unterwegs. Ich habe meistens einen Notfallriegel in meiner Handtasche. Alles klar. Mein Freund dachte, als ich ihm das erste Mal erzählt habe, ich bin richtig dumm. So, Bro, meine Freundin hat Notfallessen in der Handtasche. Was geht? Aber habe ich und das ist richtig vernünftig und das ist gut so. Da habe ich mir diese Riegel gekauft, weil ich die einfach gerne mal abchecken wollte und gucken wollte, wobei die nicht vegan sind. Die waren einfach nur Bio. Aber ich gucke halt auch nach Bio-Sachen für meine Bio-Aufgebraucht-Reihe und ne, ich möchte mich essensmäßig, probiere ich auch gerne mal Neues aus. Und dann habe ich diese Energy
Veggie Balls mit Kokos und Cranberry gekauft. Die hatte mir nämlich eine Followerin empfohlen und meint, das sind richtig, richtige, leckere, vegane Snacks. Biofruchtkugeln mit Datteln, Cranberries und Kokosflocken. Dachte ich, alles klar. Hier sind viele Empfehlungen von Followern dabei. Ich habe schon so krasse Produkte durch meine Follower kennengelernt. Normal teste ich da rum und teile dann meine Erfahrungen und so mit euch. Macht ihr mit mir auch und deswegen ist es auch super. Dann haben wir hier noch weitere Haarprodukte. Okay, ich habe echt viel Haarkram gekauft, Bro. Das war auch von Glisskur, Direct Repair Kur. Da stand halt auch, das ist das meistgekaufteste Produkt und deswegen feiert das jeder. Und Glisskur sagt, das ist richtig gut, also probier das. Und ich kauf Opfer, sag so, okay Glisskur, wenn ihr mir dieses Werbeversprechen gebt, dann glaube ich euch natürlich, obwohl jede Haarkur rechts und links von euch das auch macht. Deswegen diese Glisskur Haarkur. Ebenso von Glisskur habe ich mir dieses Haarspitzenfluid gekauft für strohiges, splissanfälliges Haar. Ich weiß, dass es kein Spliss repariert, sondern halt dein Spliss quasi zusammenklebt. Ich bin auch unentschlossen, Digi, irgendwie überlege ich, auf silikonfreie Haarpflege umzusteigen, komplett. Aber komplett ist auch schwierig mit meiner Haarstruktur, weil eigentlich möchte ich, dass meine Haare von innen heraus gepflegt sind und nicht nur so tun mit Silikon, die das kaschieren und bla. Ist aber auch teilweise schwierig bei meiner Haarstruktur. Also, mir schrieb letztens eine Followerin, falls du gerade zuguckst, schreib mir mal auf Instagram, Digga. Ich glaube, du kennst dich aus. So, ja, man kann Shampoos mit Sulfaten benutzen. Die reinigen die Haare richtig und dann kannst du auch silikonhaltige Sachen nehmen. Also, ich krieg's halt nicht zusammen, aber ich bin noch unentschlossen, wie ich da mit meinen Haaren verfahre, weil eigentlich möchte ich von wirklich natürlich gesundes Haar. Okay, Bro, dann hör erstmal auf, deine Haare zu blondieren, dann wird's besser. Ich bin noch unentschlossen, aber ihr seht das ja auch. Ich mal gucken, wo meine Haarwege mich hinführen. Ebenso für die Haare habe ich mir von dieser ohne Gedöns vegan John and Lean dieses Keratinspray geholt. Ich persönlich mag am liebsten Sprühkuren für die Haare, also Leave-Ins ist bei mir mal so ein bisschen schwierig. Haaröl geht auch noch, aber am liebsten halt Sprühkuren und da wollte ich einfach ein, zwei Produkte, da ich hatte ja schon noch eins von diesem ohne Gedöns vegan Ding testen. Ja, dann habe ich das hier mitgenommen, weil mir, das ist auch ein veganes Haaröl, weil mir das die Mitarbeiterin von Rossmann empfohlen hat. Wenn du 7 Stunden in einem Rossmann bist, sprichst du irgendwann mit den Mitarbeitern oder sie mit dir. Da hat sie mir dieses Haaröl empfohlen und meinte, das ist ein sehr schönes Haaröl. Und meinte auch so, ja, fass doch mal meine Haare an, dann siehst du das und so, voll die Süße war das. Hat mich auch nach meinem YouTube-Namen gefragt und so und dann ich so auf jeden. Und deswegen habe ich das mitgenommen, weil sie das empfohlen hat. Ebenso habe ich von Glisskur das hier mitgenommen, weil da stand splissgeschädigtes Haar, weil ich im Moment schon viel Spliss habe, obwohl ich so ein Stück habe abschneiden lassen. Und hier stand halt, wirkt wie ein Reißverschluss fürs Haar. Da dachte ich, okay, das klingt interessant, Werbeopfer. Deswegen habe ich das genommen zum Testen. Und ich glaube, das letzte Produkt für die Haare, das vorletzte, von Elvital, diese Sprühkur. Also Ölmagic, Magic, Magic, du weißt, was hier steht halt, ne? Da habe ich halt viel positive Dinge von gehört und dachte mir, okay, hier steht, pflegt sofort intensiv, so. Digga, ich muss ein bisschen gucken mit meinen Haaren und deswegen teste ich mich krass mit Haarprodukten durch. Und ich mag halt Sprühkuren, die hier kannte ich nicht, deswegen habe ich die hier mitgenommen. Letzte Produkt für die Haare ist von L'Oreal, dieses Studio Glatt. Erinnert ihr euch damals? Ich meine, das war mit Beyoncé, Digga, diese heftige Werbung, so wo sie krasse Locken hatte, mit diesem Locken-Ding davon. Und diese Werbung mit den krassen glatten Haaren und mir schrieb eine Followerin, dass ich das mal nehmen soll. Ich mag keine Leave-In-Sachen, ich mag auch keinen Hitzeschutz, der so Leave-In-mäßig ist, weil Bro, wie willst du alle Haare damit dingsen? Also wenn ihr da Tipps habt, auch Leave-In-Haarkuren, also wie viel von diesem Zeug, guck mal, das hat ja so eine Konsistenz, willst du in deine Haare packen? Okay, was mache ich jetzt damit? Machen wir einfach so drüber. Da bin ich halt auch mit mit Hitzeschutz, wenn du so eine Konsistenz hast, du kriegst doch nie alle Haare gefasst und wenn du zu viel nimmst, machst du es fettig. Also ich weiß es nicht. Trotzdem wollte ich mir das hier gerne mitnehmen, weil ich weiß, dass es das seit meiner Jugend schon gibt und die Followerin hat mich daran erinnert und da wollte ich jetzt im Erwachsenenalter mit anderen Ansprüchen und anderen Blicken nochmal gucken, wie dieses Thermoprodukt ist. Dann habe ich mir Antikalk gekauft. Das ist ein Kalkreiniger, den habe ich gesehen bei einer Instagram-Tussi, ich sag mal Tussi, Instagramerin, Influencerin und sie meinte halt so, ist ein guter Kalkreiniger, dann dachte ich, okay, ich mag das, meinen Haushalt ordentlich zu führen, deswegen mal gucken, ob das wirklich ein guter Kalkreiniger ist. Dann habe ich mir von Dr. Beckmann dieses Kochfeld-Kraftreiniger-Ding gekauft, weil ich habe Ewigkeiten nach Produkten gesucht, mit denen ich meinen Herd super schön, sauber, ordentlich reinigen kann. Und dann habe ich von Dr. Beckmann eins gefunden, das hat meine Followerin empfohlen, so ein Putzstein. Wow, heftiges Produkt. Und deswegen, ich will mehr von Dr. Beckmann kennenlernen, weil ich glaube, er macht richtig, richtig krasse Produkte. Und deswegen habe ich mir diesen Kochfeld-Kraftreiniger von Dr. Beckmann geholt. Dann habe ich mir so einen Rasierschaum geholt von Isana, einfach um mal zu wissen, wie Isana Rasierschäume sind, weil im Vergleich zu Balea. Okay, doch noch ein Haarprodukt.
Das letzte, das ist wirklich das letzte, soweit ich sehe. Ich glaube wirklich, ja. Und zwar von Isana Express. Express? Digga, wenn jemand heute das erste Mal zuguckt, Bro. Express Sprühkur Antifrist. Ich fand, das sah so ein bisschen so honigölmäßig aus. Oh, das klickt meine Haare bestimmt gut. Aber halt auch, weil ich da von Isana mal gucken wollte, wie sind da vielleicht die Sprühkuren. Dann habe ich mir zum Duschen dieses Duschgel geholt mit Papaya und Vanille, weil mir eine Followerin geschrieben hat, das ist ein sehr, sehr schönes Duschgel. Da dachte ich mir auf jeden cool und ich habe halt schon einige Balea Duschgels getestet, aber wollte jetzt auch mal von Isana gucken, wie da das Duschgel ist und der Duschschaum. Denn vor kurzem habe ich so ein, zweimal Duschschaum-Sachen getestet und dachte, Bro, Duschschaum ist irgendwie auch cool. Und da habe ich bisher nur bei DM welche gekauft, weil ich halt bisher auch nur bei DM meistens war. Die Packung hat mich angesprochen, Fruity Dream, so mit Früchten kriegst du mich. Ich mag das so, Digga. Du gehst als kleiner Stinky in die Dusche und du kommst raus und riechst nach exotischer Frucht. Ein bisschen sexy und verführerisch, aber auch fruchtig und süß. Deswegen mag ich fruchtige Duschgele sehr gerne. Dann habe ich mir diese zwei Intim-Waschlotion gekauft. Ich weiß, dass nicht jeder das feiert oder nicht jeder das macht. Ich habe das immer schon so gemacht. Ich habe auch nie Probleme gehabt. Zu meiner Mumie geht's gut. Muss man nicht machen. Ich persönlich mag es, aber ich fühle mich dadurch frischer und besser, muss ich sagen. Man muss halt immer aufpassen mit dem pH-Wert. Viele sagen, auch viele Frauenärzte, man soll nur mit Wasser waschen. So, müsst ihr selber für euch gucken. Ich kenne beide nicht, aber ich kenne beide Marken und da wollte ich gerne von Sebamed einmal die Intimwaschlotion testen und von Sacrotan. Digga, Sacrotan ist eine große Packung, ne? 500 Milliliter. Ich dachte, okay, weil ich benutze halt beim Duschen Duschgel für den ganzen Körper und gerne Intimwaschlotion. Lotion? Digga, sagt man eigentlich Lotion oder Lotion? Waschlotion, Waschlotion. Digga, was für Lotion? Waschlotion? Ja, und das benutze ich halt gerne beim Duschen. Kennt ihr die Folge von How I Met Your Mother, wo nicht Barney, sondern Ted da die ganze Zeit hängt und sagt, umso mehr du ein Wort sagst, umso komischer hört es sich an? Schüssel, 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 Schüssel. Kennt ihr das? Dann habe ich eigentlich genug Bodylotions, da brauche ich gerade keine, da muss ich meine erstmal aufbrauchen, die ich habe, aber das hier ist halt eine limitierte Edition und das schrieb mir auch eine Followerin, soll sehr gut sein. Trockenöl, Pflegespray, also mit so Pflegeöls, die man sprüht, habe ich schon schwierige Erfahrungen, weil du sprühst dir einen ab, dann ist die Packung verschmiert, dann dies, dann das, das ist immer nervig und Drama und dann kommst du irgendwo gegen, dann ist dein Boden ölig, aber ich dachte mir, wenn sie das sagt, gebe ich dem Produkt eine Chance und versuche es. Natürlich kann ich nicht alle Produkte, die ihr empfiehlt, kaufen und testen, aber ich, immer wieder gebe ich mir Mühe, spare dann, mache dann alle paar Monate einen Haul und teste da gerne rum. Hier habe ich gehört, das soll eine mega gute Nachtpflege sein von Nivea. Das habe ich schon so oft gelesen bei Instagram-Leuten, die sich mit Hautpflege auskennen oder auszukennen scheinen, keine Ahnung. Bei Followern, bei Influencern, dann dachte ich mir, okay, dann möchte ich das gerne testen und deswegen habe ich mir von Nivea, vielleicht seht ihr es so besser, diese Nachtpflege mitgenommen, weil ich das so oft im Internet gesehen habe und dachte, okay, dann teste ich das. Genauso wie diesen Sonnenschutz, da habe ich auch sehr oft gehört und gelesen, der soll sehr gut sein. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe noch nie in meinem Leben Sonnenschutz benutzt, vielleicht eine Handvoll Mal, dafür habe ich auch mit 29, habe ich jetzt auch krasse Falten, muss man ehrlicherweise sagen und will mal gucken, wie das ist, wenn du welchen benutzt. Ich weiß noch nicht, ich muss versuchen, damit warm zu werden, weil wenn du es 29 Jahre nicht in deiner Routine hattest, naja, auf jeden Fall wurde das empfohlen, deswegen wollte ich die beiden Sachen mal testen. Dann habe ich mir auch noch von Isana diese Hydrogel-Augenpads gekauft. Es gab fast dieselben mal von Balea. Bro, vielleicht hängen Balea und Isana zusammen und wir wissen das gar nicht und machen dieselben Produkte immer in einer anderen Verpackung, keine Ahnung. Die habe ich mir aus demselben Grund gekauft wie die anderen Augenpflege-Dinger, um mal zu gucken, ob ich welche finde, die richtig krass sind, um die dann morgens zu benutzen. Gesichtsmaskenmäßig war ich auch unterwegs. Diese Maske benutze ich seit meiner Jugend immer wieder mal, mag ich sehr gerne. Du merkst richtig, du musst sie schnell auftragen. Du merkst richtig, wie sie in deinem Gesicht, auf deinem Gesicht warm wird. Die Antipickel-Thermomaske löst beim Kontakt mit der Haut einen speziellen Wärmeeffekt aus und befreit die Haut von Unreinheiten und sie wird auf deinem Gesicht warm. Das ist halt ein hammercooler Effekt. Und dadurch denkst du, krass, das wirkt mega doll. Ich weiß nicht, ob es mega doll wirkt, aber es ist eine gute Maske, ist chillig. Und diese Heilerde-Maske bei fettiger, unreiner Haut. Ich habe keine fettige Haut, aber unreine Haut und habe ewig keine Heilerde-Maske mehr benutzt und dachte, das ist doch jetzt mal eine gute Gelegenheit von Luos. Habe ich auch schon sehr viel Gutes gehört, auch von vielen Leuten, dass das sehr, sehr gut sein soll bei öliger Haut, wenn du Luos und Heilerde und so benutzt. Und deswegen wollte ich das auch mal abchecken. Dann habe ich mir noch zwei Ersatzzahnbürsten geholt. Weich, falls ihr es nicht wusstet. Vielleicht wisst ihr es nicht, es gibt weich, mittel und hart. Ich nehme gerne weich und ja, weil ich habe nur noch, ich habe keine normale Zahnbürste mehr, sondern nur noch meine elektrische Zahnbürste und irgendwie manchmal willst du halt auch einfach eine normale Zahnbürste benutzen. Ja, dies, falls es euch interessiert, ich habe gerade eine kurze Drehpause gemacht und diese Tortilla-Chips schmecken richtig, richtig lecker. Ja,
Die habe ich während der Pause mal eben geknabbert. Ja, es sind auch nur noch ein paar Produkte und dann sind wir auch durch mit dem Video. Ich habe meinen Followern schon öfter erzählt, dass ich das Problem habe, dass meine Dusche ist voll verstopft wegen meinen Haaren. Und da habe ich meine Follower dann nach Tipps gefragt und die haben mir gesagt, ey, hol dir so ein Abflusssieb, das ist super, das fängt die Haare auf. Total dumm. Ich weiß, dass es Abflusssiebe gibt, aber ich bin nicht drauf gekommen. Also nicht, dass ihr dumm seid, sondern meine Dummheit erschreckt mich manchmal. Deswegen habe ich mir so Abflusssiebe gekauft. Ich hatte mir welche bei Teddy geholt für 1 Euro, 4, 5 Stück aus Plastik und die Qualität ist echt schlecht und die gehen immer hoch mit dem Wasser und nee. Deswegen habe ich mir diese hier geholt aus Edelstahl, 2 Stück für 3 Euro, glaube ich. Die waren ein bisschen tiefer hier, das fand ich gut, weil die von Teddy waren nicht so, also die waren viel flacher und ich hoffe, dass sie durch das Metall, durch die Schwere einfach von der Qualität her besser sind. Trotzdem habe ich ja damit nur oberflächlich das Problem bekämpft, denn meine Dusche ist und bleibt verstopft. Dafür habe ich mir nun 2 Dinge gekauft. Einmal Natron, das habe ich vorher noch nie benutzt. Aber meine Follower haben mir gesagt, das ist ein gutes Hausmittel. Dazu werde ich nochmal googeln, Natron mit Essig zu mischen, weil das wollte ich gerne als Hausmittel bei mir probieren in der Dusche. Und dieses Rohrfrei wurde mir auch von einer Followerin empfohlen, wobei eine andere Followerin hingegen schrieb, ich lese alle eure Kommentare, überall, immer. Eine andere Followerin schrieb mir, dass solche Rohrfrei-Sachen nicht gut sind, weil sie das Rohr von innen aufrauen. Sie machen es zwar frei, aber sie rauen es von innen auf, sodass deine Haare viel krasser stecken bleiben und deswegen soll das nicht so gut sein. Da bin ich irgendwie auch hin und her gerissen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt beides erstmal probieren, weil alles Mögliche, was ich probiert habe, hat mir nicht geholfen und mein Duschrohr ist immer noch verstopft. Dann habe ich mir Febreze geholt, weil manchmal stinkt meine Kleidung, wenn ich sie aus dem Trockner hole oder wenn sie lange im Schrank ist und ich weiß nicht warum und das nervt mich. Und deswegen habe ich mir Febreze geholt. Mit Febreze habe ich eigentlich gute Erfahrungen. Auch damals, als wir Rodi Stuben reingemacht haben, hat er zum Beispiel mal auf den Teppich gepischert, dann haben wir das geputzt und danach Febreze raufgetan. Also ich habe mit Febreze gute Erfahrungen und das hier ist wohl speziell für Textilien, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich den für die Kleidung haben, um sie manchmal fresh einzusprühen. Dann habe ich mir dieses Duschgel geholt, also Pflegedusche, weil ich das bei einer Instagramerin gesehen habe. Ich screenshotte mir das ja über Monate immer wieder so. Und hier sagte sie, dass das ein sehr, sehr pflegendes Duschgel ist. Und da dachte ich mir, okay, klingt gut, deswegen möchte ich es testen. Dann habe ich mir das Rasiergel hier geholt, keine Ahnung, mit einem Hauch von Avocadoöl hatte ich den Eindruck, dass es ein gutes Rasiergel sein könnte und ich wollte es deswegen gerne testen und deswegen das da. Dann hat Dove ein richtig schönes Duschpeeling, ich habe meins heute Morgen sogar tatsächlich leer gemacht, mit einem hellblauen Deckel, das duftet so gut, ich kann euch den Duft gar nicht beschreiben, aber so mit Reismilch und irgendwas, es duftet krass. Das hier, schrieb mir eine Followerin, ist neu, da bin ich gespannt, wie es duftet, weil das Peeling ist gut, das weiß ich, weil Granatapfel und Shea Butter, du weißt, was ich meine. Und da wollte ich gerne dieses Duschpeeling von Dove testen, weil ich halt das andere, das hellblaue hatte und das auch immer wieder mal nachkaufe und richtig gerne mag. Dann wurde mir von einer Followerin das hier empfohlen, repariert sehr trockene, raue und juckende Hautstellen und lindert sofort. Dachte ich mir, okay, von Neutrogena habe ich manchmal ein Gesichtsprodukt, das ich sehr gut finde. Da wollte ich deswegen gerne mal dieses Balsam für sehr trockene Haut und Stellen testen. Auch hier eine Aktivkohle-Peel-Off-Maske, so wie die andere, aber hier auch nochmal von Isana, weil ich halt Isana ausgiebig begutachten wollte. Deswegen habe ich mir auch dieses pflegende Reinigungsöl gekauft, auch für wasserfestes Make-up. Also für mich ist das beste, der beste ölhaltige Make-up-Entferner das Balea-Reinigungsöl. Das finde ich auch besser als das Reinigungsöl von Nivea und von Isana. Aber ich wollte jetzt hier das pflegende Reinigungsöl von Isana nochmal testen, um es in Relation zu setzen zu dem Balea-Reinigungsöl, was ich bisher am besten finde. Kommst du mit? Weiß Bescheid. Große Wattepads habe ich bisher immer von Evelyn gekauft. Wollte hier einfach mal sehen, wie sind die von Isana. Vegane Früchte, weil ich wollte mal gucken, wie dieses Fruchtgummi schmeckt. Und mich hat das an Fruchtgummi erinnert. Bro, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Fruchtgummis gegessen habe. Nimm 2 oder so. Ich weiß nicht, wie hießen die denn? Die coolen auf jeden Fall, aus denen du Gesichter zaubern konntest. Und da hat mich das daran erinnert. Und deswegen habe ich die direkt mitgenommen. Dann eine Nagelfeile für empfindliche Nägel. Weil letztens habe ich mir welche gekauft für feste Nägel. Weil meine Nägel sind oft fest, wenn ich regelmäßig meinen Nagelhärter benutze. Aber da habe ich gemerkt, okay, es ist ein Unterschied zwischen natürlich festen Nägeln und künstlichen festen Nägeln und ich brauche eine für empfindliche. Dann habe ich mir diese Augenpads gekauft für feuchtigkeitsarme Haut. Soforthilfe gegen Fältchen, abschwellend und kühlend. Aus demselben Grund, warum ich diese anderen Augenpads alle gekauft habe, um zu gucken, ob das die Augenpads meines Lebens sind. Reduzieren die Faltentiefe nachweislich. Bei 85% der Testerin wurde nach einer Stunde ein positiver Effekt hinsichtlich der Faltentiefe nachgewiesen. Bin ich gespannt.
Dann habe ich mir diesen Nagellack-Topcoat geholt, weil eine Followerin schrieb, das ist ein richtig, richtig guter Überlack. Und da habe ich gesagt, okay, das gucke ich mir mal genauer an. Dann habe ich mir diese Seife geholt, weil eine Followerin sagte, das ist eine richtig, richtig gute Seife, wenn man oft seine Hände wäscht. Und deswegen habe ich mir die geholt. Du kannst das aber wohl auch allgemein als Waschlotion benutzen. Als vorletztes Produkt, ja, es hat irgendwann ein Ende. Wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel bei Rossmann eingekauft, insgesamt wie gestern. Ich bin versorgt. Als vorletztes diese Anti-Mitesser Stripes geholt für Kinn, Nase und Stirn. Eigentlich habe ich auf dem Kinn keine Probleme und auf der Stirn, Digga. Vor einigen Monaten fing ich mit dem Kalorienzähl an, habe regelmäßig Sport gemacht, lief alles super, alles cool, habe ein bisschen abgenommen, wurde fitter und dann fing ich an zu naschen, Digga. Und jeden Tag nur am Naschen, nur am Naschen. Ich schwöre euch, ich weiß nicht warum, im Moment ist ein bisschen emotional, keine Ahnung. Seitdem ich regelmäßig täglich nasche, habe ich so krasse Unreinheiten bei der Stirn bekommen, was ich vorher nur ganz wenig vereinzelt hatte, aber jetzt überall bei der Stirn. Deswegen habe ich die mal mitgenommen, wobei die werden bei meiner Stirn nichts bringen, das kannst du nur von innen lösen. So wie als wenn du Pickel mit aufgrund von Hormonsachen kriegst, weißt du. Hör auf so krass zu naschen, dann wird das wieder. Aber hier wollte ich halt trotzdem mal gucken, wie sie sind. Ich hätte sie nur für die Nase gekauft, aber es gab sie halt nur so Nasestirn. Und als allerletztes habe ich mir von Gut2Be diese Fixierungsbürste gekauft für Babyhärchen, denn die habe ich manchmal. Und das ist eine Bürste, die kannst du unterwegs haben, also mithaben. Und sonst habe ich habe für unterwegs keine Produkte, sondern nur für meinen Schrank. Und deswegen wollte ich das hier gerne mal testen. Das war jetzt mein Live-Haul in aller Ruhe und entspannt. Ich glaube, das ist ein richtig langes Video. Ja. Falls ihr bis jetzt zugeguckt habt, freut mich das sehr. Ich bin jetzt auch seit 3 Stunden am Drehen, also 2,5 Stunden auf jeden Fall. Ihr seht ja nachher die gekürzte Version. Ich bin sehr gespannt darauf, die Produkte zu testen. Es waren sehr viele Empfehlungen von meinen Followern, die habe ich extra nochmal auf Instagram gefragt. So, folgt mir auch gerne auf Korrekt auf Instagram, dort könnt ihr mich täglich in meinem Leben begleiten. Das ist manchmal ganz lustig in meinem Leben, manchmal dramatisch und komisch. Auf jeden Fall folgt mir gerne auf Instagram auf Korrekt. Und das war jetzt mein Haul. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass ich öfter mal eine Rossmann-Haul mache, statt nur DM-Live-Hauls und DM-Hauls. Und ich werde jetzt alles einsortieren. Ich freue mich drauf, die Produkte zu testen. Ich bin gespannt darauf. Und jetzt gibt es erstmal sehr lange Drogeriepause, weil da muss jetzt wieder erstmal viel aufgebraucht werden und danach ist irgendwann in ein paar Monaten wieder ein Live-Haul. Falls ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr das nicht verpassen. Und 4-mal die Woche gibt es neue Videos. 4-mal ist cool, Digga. Manchmal gibt es lustige Videos. Montags, mittwochs, freitags und sonntags um 18 Uhr. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben auf Korrekt. Ich weiß, man vergisst das oft, aber ich nerv gerne meine Follower damit, weil Support ist kein Mord. Und in diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.